Wir sind am Ende des Foundation-Kurses angekommen. Juhu! Juhu! Und ich freue mich, dass jeder von euch doch mal kurz sagen möchte, was ist in dieser Woche passiert, was ist plötzlich ganz anders und was hast du hier mitgenommen? Also war ich zum Anfang der Woche noch total gestresst und voller Panik auf die zukünftige Zeit, wo ich schon total gestresst gewesen bin, wenn ich nur daran gedacht habe. So bin ich jetzt mega entspannt. Es haben sich für mich neue Räume kreiert und eröffnet. Und ich bin einfach nur mega happy und innerlich absolut gechillt und ich freue mich auf das weitere Kreieren. Wie schön. Und ich sage danke. Dann mache ich gerne gleich weiter. Also auch erstmal ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Andrea. Ich hatte vorgestern irgendwann mal den Impuls, dass es genau der richtige Zeit, die richtige Dosis war, jetzt das mit dir so zu machen. Und mir geht es ähnlich auch wie der Beate. Ich war die ersten Tage sehr müde, ausgelaugt und wo ich einfach gemerkt habe, es arbeitet ganz viel in mir und mich in Frage gestellt, dass immer noch was arbeiten kann. Und jetzt ist es einfach so ein ruhiges, zufriedenes, glückliches, von innen heraus entspanntes Gefühl mit. Es ist so hell irgendwie alles. Ich schreibe es mir so hell und so viele neue Räume und Möglichkeiten, die ich jetzt noch nicht sehe, aber wo ich spüre, dass einfach ganz viel Neues, Großes, Großartiges passieren wird. Und da freue ich mich schon echt drauf und ich bin echt happy, dass ich das jetzt diese Woche so in der Konstellation mit den grandiosen Ladies, mit dir und alles, was da jetzt so halt angestoßen worden ist, gemacht habe und freue mich auf das, was Neues kommt. Ganz lieben Dank an dich. Danke. Sehr gerne. Wer mag da noch was sagen? Conny. Ja, ich habe also ein Gefühl von absoluter Dankbarkeit, dass ich das jetzt alles miterleben durfte. Ich habe eine tolle innere Ruhe, die ich nicht hatte vorher. Eher so geprägt von, was soll ich denn tun und Angst und Unsicherheit. Und ich habe wirklich Mut gefasst, mehr draus zu machen. Und ich gehe wirklich mit der riesigen Zuversicht in die Zukunft. Es wird jetzt funktionieren. Ich kann noch mehr kreieren. Ich muss jetzt noch nicht alles fix und fertig haben. Ich habe Zutrauen zu mir wieder gewonnen. Vielen Dank an euch alle, weil ihr habt eigentlich alle immer wieder meine Themen aufgeploppt und mitfazilitiert. Ja, ich freue mich auf noch mehr und ich gehe wirklich zuversichtlich in eine gute Zeit. Schön. Dankeschön. Tiziana. Erstmal danke an dich, Andrea. Es war einfach geil. Es war toll. Und danke an euch Frauen, diesen Raum hier zu halten. Das ist für mich jedes Mal ein Wunder, dass wir als Frauen uns sowas geben und unterstützen können. Das ist für mich Magic. Für mich war es das Bewusstsein, dass ich immer wieder wählen kann, ist unglaublich entspannend für mich. Und zwar, ganz wichtig, ohne eben zu bewerten und zu sagen, so wie ich es eben gestern gewählt habe, war es nicht gut und deswegen wähle ich neu, sondern wirklich eine Wahl zu treffen, ohne zu bewerten. Das finde ich so kraftvoll. Und das Zweite ist, dass ich viel mehr mit dem Körper zusammen kreiere und ich verstehe das jetzt besser. Ich hatte schon das Gefühl, dass ich relativ viel mit dem Körper kreiere und das hat sich nochmal absolut verändert durch diese Woche. Weil diese Frage, ist es leicht, ist es schwer? Und die Frage auch der Energie kann ich ganz anders fassen und begreifen, was es genau heißt. Und das ist mir jetzt in dieser Woche wirklich klar geworden. Nicht auf der kognitiven Ebene, das ist viel tiefer. Das ist das Tolle. Dankeschön. Wow. Danke für deinen Beitrag hier diese Woche für die Gruppe.
Ihr wart gleichzeitig. Wen nehmen wir denn jetzt? Die Christina. Okay, danke schön. Also ich habe geschaut, was sich gleich materialisiert hat für mich. Und zwar habe ich nach der Preisliste gefragt, eben, was für mich eben passend ist und was wirklich ein Beitrag ist für die Kunden und umgekehrt. Und habe das Anfang der Woche eben umgestellt. Und es ist immer während der Kurszeiten, sind ganz speziell die Anfragen reingekommen. Ich habe nachher immer ein paar WhatsApps gehabt mit den Anfragen für die Angebote, die ich rausgegeben habe. Dann habe ich während dem Kurs eben zwei Coaching-Anfragen gleich gehabt, was ich nicht im Angebot habe. Also einfach Anfragen, machst du das auch? Also es ist immer eben, wo wir gerade mit den Themen waren. Das war sehr, sehr interessant. Gestern hat mir ein Mann bei Facebook angeschrieben, weil man gestern das mit dem, ja, habe ich schöne Komplimente gekriegt. Und es haben sich währenddessen, also ich bin auf Empfangen gegangen, das war auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, dass ich das zulasse, dass die Dinge leicht zu mir kommen, ohne schlechtes Gewissen. Wegen dem Austausch, wie gesagt, im Stall hat sich echt ein Problem gelöst und ich kriege sogar jetzt viel mehr. Also seit 5 Jahren wünsche ich mir einen festen Zaun rundherum, den kriege ich jetzt dann im Frühling. Der wird für mich gemacht. Also es ist noch besser geworden, als dass ich es mir gedacht habe. Dann habe ich ein Autoproblem gehabt, weil bei uns so kalt ist, wir haben so viel Minus, gerade da war Dieselauto jetzt immer Benziner gehabt und der ist nicht gefahren. Das hat dann einfach mein Schwager gleich alles erledigt und für mich organisiert und gemacht. Und dann hat sie noch damit der Nachbarschaft das Problem gegeben, wegen eben einem Unfall, wo sie mir ein bisschen die Schuld reinschieben wollten. Das haben wir auch ganz, ganz super gelöst. Und das war eigentlich immer, wenn diese Kurszeiten stattgefunden haben, war das eben vermehrt da. Und da ist es auf mich zukommen, dass hier einfach komplett schnell geholfen wurde und ich wirklich auch da präsent sein konnte. Also richtig greifbare, für mich ganz tolle Ergebnisse. Dankeschön. Mega, mega. Dankeschön. Claudia. Ja, ganz herzlichen Dank an dich, Andrea, und auch an alle hier in der Gruppe für diese so intensive und bereichernde Woche. Ich bin absolut ruhig und für mich haben sich Welten geöffnet, weil ich immer mehr in die Erlaubnis gegangen bin, den Kopf weggelassen habe, meiner Energie gefolgt bin, bis hin zu der Möglichkeit, meinen eigenen Körper von Schmerzen zu befreien. Weil ich nach mehreren Monaten des Dauerschmerzes zumindest einen Tag hatte, damit ist ja noch nicht alles jetzt hier weggezaubert, aber ich weiß, ich habe die Möglichkeit, ich hatte einen Tag keine Schmerzen mehr. Und ich habe das selten erlebt, dann noch gar nicht erlebt, dass ich mich so auf einen Kurs gefreut habe. Ich habe alles möglich gemacht, um 17 Uhr hier an diesem PC zu sitzen. Und es ging so schnell vorbei und es hat so viel auch gemacht mit mir. Ich bin durch unruhige Nächte, Gedanken, die ich überhaupt nicht zuordnen konnte, Körperprozesse, durch alles durch. Und ich habe mich jeden Abend wieder auf dich und euch hier in dieser Gruppe so gefreut, weil ich gespürt habe, was das alles öffnet. Und dafür meinen ganz herzlichen Dank. Ja. Also ich möchte mich auch bedanken, liebe Andrea, für diese wunderschöne Woche. Und für mich war es, ihr stand eher außer Frage, dass das eigentlich jetzt für zum Beginn des Jahres eigentlich nicht besser starten konnte wie mit diesem Kurs. Und ich bin einfach nur total gechillt und ganz ruhig und mega gelassen. Und bei allem anderen bleibe ich in der Frage und ich glaube, dass das ein super Jahr wird, dieses 2021. Und ich denke auch, dass wir alle in irgendeiner Weise verbunden bleiben. Und da danke auch an euch alle, weil das einfach genial ist in so einer Gruppe, wo man irgendwie das Gefühl hat, das ist halt alles auf der gleichen Ebene. Und es ist einfach so ein ganz selbstverständliches Verstehen untereinander. Und das ist einfach auch nur cool. Und von daher... Ja, vielen Dank. Danke dir, du Liebe. Ich schließe mich direkt der Caro an. Ich kann nur sagen, vielen lieben Dank, Andrea. Vielen Dank an euch Frauen in der Gruppe.
Mir war klar, als ich mich zum Foundation angemeldet habe, dass es wieder eine tolle Zusammenarbeit sein wird, weil es finden sich ja dann auch immer die richtigen Personen. Und ich bin jetzt mal gespannt, was ich so alles noch draus machen kann aus dem Kurs. Ich habe echt schon wahnsinnig viel bei dir gelernt und mitgenommen, Andrea. Und ich bin total zuversichtlich, dass mir das unheimlich viel beiträgt in meiner Zukunft, für mich privat, in meiner Arbeit. Und ja, vielen, vielen lieben Dank. Sehr gerne. Astrid, magst du? Ja. Also erstmal möchte ich mir danken, dass ich mich dafür entschieden habe. Das war echt das allergrößte Geschenk, was ich mir machen konnte für den Anfang für dieses Jahr. Das hat so doll in mir rumort und ich war so krass in der Wie-Frage. Die hat mich immer wieder so krass blockiert oder auch, dass ich so vorausdenkend immer alles handle, dass das ganz gut immer klappen kann, aber wie anstrengend es ist und es mich auch wirklich nie dahin geführt hat, wo es für mich lang geht. Und das ist halt diese Woche so krass klar geworden. Ich weiß den Inhalt noch nicht, aber ich habe das Gefühl dafür, ich durfte es spüren und das ist jetzt so eine schöne Aufgabe, morgens genau mit dem Gefühl meinen Tag zu starten und zu gucken, was jetzt alles möglich ist und dass ich so im Vertrauen sein kann und das auch wirklich wählen, wie es weitergeht. Dass wenn ich die Sachen jetzt wirklich annehme, wie sie kommen, immer wieder in die Wahl gehen kann und ja, und alle 10 Sekunden, ich finde das so Hammer, also dass ich gedacht habe, ich kann so toll vorausdenken und so und dass es aber gar nicht mehr wichtig ist und es darf trotzdem da sein, ich muss es jetzt nicht wegschieben, weil das ist ja auch ein Beitrag für mich, aber dass ich was gelernt habe, was von ganz tief innen, dass ich wirklich in meine Selbstverantwortung reinkomme und das ist jetzt so der Knaller und auch das, dass ich hier mit so vielen tollen Menschen zusammen sein kann, wo ich immer noch so eine Grundangst habe vor anderen Menschen und mich immer vergleiche und wir haben so unterschiedliche Berufe hier und das fühlt sich einfach alles gleich und getragen an, weil jeder mit seinem hier reingekommen ist und jeder ein Beitrag ist für den anderen und das ist so wunderschön. Also wie jeder kleiner Tropfen in einem Wasser drin, ist das halt eine Mega-Gemeinschaft. Und dafür danke ich dir, dass wir das hier so erleben durften und jetzt wirklich in unsere Kraft kommen, unseren Weg finden. Astrid, danke. Auch so toll dieser Gruppe beigetragen. Dafür Dankeschön. Ihr alle, also gegenseitig, ne, den Raum gehalten. Davon lebt dieser Kurs. Mit all euren Themen und vielen Dank für euer Vertrauen, euch so zu zeigen. Martina, magst du? Gerne. Auch von meiner Seite vielen herzlichen Dank, Andrea. Vielen herzlichen Dank auch an euch alle. Bei mir sind wirklich große Räume aufgegangen. Viele Dinge, die ich in der letzten Zeit so gelernt habe, sind vor der Tür gestanden. Vom Wissen und vom Denken her waren sie da, haben schon angeklopft. Und in dieser Woche ist die Tür richtig aufgegangen. Und das ist so, sie haben sich jetzt im Inneren angesetzt. Das ist wie einen Schritt mehr in die Freiheit. Dafür noch einmal herzlichen Dank und genial sind diese Tools von Access, weil sie leicht praktikabel sind in der Praxis, im Alltag anzuwenden, wie zum Beispiel die interessante Ansicht. Man nimmt sich einen Teil heraus, man übt es und nach einer Woche, nach ein paar Tagen merkt man wirklich die Veränderung. Und dafür danke ich noch einmal. Vielen herzlichen Dank für diese tolle Woche. Gänsehaut. Wie schön ist das? Birgit. Ja, also für mich war die Woche, Andrea, und liebe alle andere, einfach mega, weil ich so eine Verbundenheit gespürt habe und so eine Leichtigkeit. Für mich war das auch ein ganz besonderer Raum, in dem wir uns hier jedes Mal getroffen haben. Ihr habt es auch schon so gesagt, Raum, in dem Möglichkeiten aufgegangen sind oder einfach der Raum immer weiter geworden ist.
für mich war es total berührend, dass ich also zum einen immer das Gefühl hatte, alle anderen wissen genau, wovon ich gerade spreche. Also kein Moment ist irgendetwas erklären müssens, oder sondern es war also eine schöne Verbundenheit, das habe ich schon gesagt. Und so ein Thema, das mich ja umtreibt neben der Freiheit, ist tatsächlich Leben, wie es mir entspricht. Also jetzt nicht nur für mich, sondern auch generell glaube ich einfach, dass das so ein, darum geht's. Also, dass jeder seinen Weg findet und seine Möglichkeiten entdeckt und dieses, was kann ich denn noch alles? Also, und immer zu sehen, da gibt es noch viel mehr als das, was ich mir in meinem kleinen Korridor so zurechtgelegt habe und bisher gemacht habe. Und das war so eine Woche, wo ich gedacht habe, ja genau, deswegen ist mir das auch so wichtig oder liegt mir so am Herzen, weil ich ein Gefühl dafür habe, dass es das gibt. Und ich habe in den Tools, mit denen wir gearbeitet haben, so viel gefunden, wo ich dachte, na, guck mal, genau, so leicht ist das. Wie cool ist das denn? Also so eine Ahnung von wurde einfach in der Woche total bestätigt. Und das ist für mich auch total schön, einfach weil das ein mega schönes Gefühl jetzt für 2021 gibt, mit dem jetzt so ins Jahr auch reinzugehen und zu sagen, was wir hier eröffnet haben zusammen. Ich glaube, da kommt noch so viel für jede Einzelne und auch zusammen. Und das ist einfach mega. Von daher vielen Dank. Ihr seid wundervoll und bringt jetzt ganz viel Bewusstsein in die Welt. Dafür ist dieser Kurs gemacht. Vielen, vielen herzlichen Dank. Einmal auch für die Stimmen hier, aber natürlich auch für die ganze Woche, die ihr mit uns gestaltet habt und wie ihr euch eingelassen habt auf die ganzen wundersamen Geschichten und dass ihr auch so mutig geht durch diese Räume der Möglichkeiten. Manchmal ist es nicht ganz so bequem, aber ich freue mich umso mehr, dass ihr heute so fluffig seid und so ausgeglichen und so zuversichtlich auf die Zukunft. Und wie viel mehr Menschen können noch diesen Foundation-Kurs wählen, um jetzt auch angstfrei zu sein, frei von Ablenkung, mutig in die Welt rausgehen und ihre Realität erschaffen und sich nicht einkaufen in die Geschichten von anderen oder von reglementierenden Richtungen. Na? Vielen, vielen Dank, ihr Lieben. Und ja, wenn du das gerade siehst und Bock hast, auch in so eine Energie zu kommen, dann schreib uns einfach. Du findest hier irgendwo einen Link, wo man sich anmelden kann zum nächsten Foundation-Kurs. Ich freue mich auf dich.